Sono di scena Mirella Freni nei panni di Mimì e il tenore Pavarotti in quelli di Rodolfo. Non sono in vena, gliela così una donna. Sie ist als ein halbes Kind zu uns gekommen. Und das, was einem sofort angesprochen hat, war ihre Menschlichkeit, ihre Natürlichkeit und das völlige Aufgehen in dem, was sie getan hat. Sie hat eigentlich nicht gesungen, es hat aus ihr herausgesungen, weil sie so drinnen war. Und ich verdanke ihr wirklich unzählige schöne Abende und das Bewusstsein einer Künstlerin, die alles dazu tut, um so zu bleiben, wie sie gewesen ist, wie sie begonnen hat, als ein einfacher Mensch mit sehr viel Herz. Io sono nata una persona normale che ha cantato e basta. La Mirella in teatro è una persona e poi la mia famiglia a casa è un'altra cosa. Non devo recitare. Sono io con loro, sono la mamma, la nonna, la sorella, la figlia. Mirella ha cantato fino che ha lasciato di cantare, ha cantato sempre bene, ha cantato in grande forma e è stato sempre un godimento cantare con lei, con un'artista così facile a lavorare che abbiamo... Basta, grazie.